Hallo zusammen. Christine Nosole, mein Name, wie schon erwähnt wurde. Meine Firma heißt CLBS Projektbüro und ich kümmere mich um alle Themen rund um das Thema Zertifizierung, Vorbereiten von Zertifizierung, Vorbereitungen von Audits, Managementsysteme einführen, aufrechterhalten. Das sind meine Themen. Heute soll es gehen darum, wie Normen dazu beitragen können, dass man verlässlicher und auch schneller im Unternehmen arbeiten kann und auch welchen Nutzen dann eben die Kunden und die Unternehmen selbst von Normen haben, weil den Zertifizierungen ja gerne mal so das Vorurteil anhaftet, dass es Bürokratiemonster sind, die eigentlich nur zusätzlichen Aufwand erzeugen und der Nutzen nicht immer wirklich sichtbar ist für die Kunden. So, dann gehen wir doch als erstes mal in die Agenda. Entschuldigung, jetzt möchte. Na, also jetzt geht's. So, erst werde ich mich kurz vorstellen. Dann besprechen wir mal ganz grundlegend, was es mit dem Zertifikat auf sich hat und was denn eigentlich häufige Gründe für Zertifizierungen sind. Danach geht es darum, welche Vorteile dann Ihr eigenes Unternehmen daraus ziehen kann. Aber viel wichtiger sind natürlich die Vorteile für die Kunden. Und wer bei den Product Days dabei war, wird diese Folie dann schon kennen. Aber auch ich halte es immer wieder für wichtig, den Aufbau der Normen zu vermitteln in der sogenannten High-Level-Structure. Und zum Schluss soll es nochmal um das Wesen der Normen und auch um das Wesen der Audits gehen. Und wie ich ja im Teaser schon gesagt habe, wenn man es mit seinem Managementsystem ernst meint, dann wird das Audit eben auch zur Nebensache. Und ich hoffe, dass Ihnen das dann auch zum Schluss dieses Kurzvortrags dann klar werden wird, dass es eigentlich wirklich da nicht darum geht, das Audit zu bestehen, sondern dass es wirklich darum geht, ein gutes Managementsystem aufzusetzen. Kurz zu meiner Person. Ich habe es bereits erwähnt, ich komme aus Regensburg. Ich bin zertifizierte Qualitätsauditorin und Informationssicherheitsbeauftragte. Ich bin außerdem auch Scrum Master und bevor ich beruflich tätig geworden bin, habe ich International Technology Management studiert. Was mache ich in meiner beruflichen Tätigkeit? Also meine Hauptthemen sind die Einführung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Managementsystemen. Ich mache First- und Second-Party-Audits, also sprich interne Audits, aber auch Lieferanten-Audits. Ich mache die Vorbereitung und ich begleite Third-Party-Audits, also sprich die Zertifizierungsaudit von den Zertifizierungsgesellschaften. Auch Prozessmodellierung, Performance-Messung und KPIs, das alles sind meine Themen. Und im Rahmen dessen bin ich als Projektpartnerin oder auch als Interimsmanagerin verfügbar. So, dann beginnen wir als erstes mal mit dem Zertifikat. Hier steht es ganz schön, das ist ein Muster, das ist kein echtes Zertifikat. Was ist ein Zertifikat auf alle Fälle schon mal nicht? Ein Zertifikat ist keine Eintrittskarte. Also es ist nicht so, dass man sich einmal ein Zertifikat geben lässt und dann ist das Thema für alle Zeiten erledigt. Nein, das Zertifikat ist die Bestätigung, dass der Nachweis über bestimmte Fähigkeiten erbracht wurde. Also das Zertifikat sagt nur, okay, wir haben uns das angeschaut und dieser Betrieb, diese Firma arbeitet konform mit einem ISO 9001-Zertifikat. Aber natürlich gehört es dann auch dazu, seine Strukturen dementsprechend aufzusetzen. Und ob diese Fähigkeiten nach wie vor weiter bestehen, wird im Rahmen von regelmäßigen Stichproben überprüft. Und diese Stichproben kennen wir eben als Audits. Also der Charakter vom Zertifikat ist nicht, man macht es einmal und dann ist gut oder so, wie wir im Studium gesagt haben, so Bulimie lernen, ich eigne mir das einmal an, dann bringe ich es zu Papier und dann vergesse ich es für alle Zeiten. Also es geht tatsächlich darum, kontinuierlich nach den Anforderungen von den Managementsystemen, in dem Fall hier haben wir das Zertifikat für die 9001, aber es ist bei der 27001 für Informationssicherheit, bei der 14001 für Umwelt, bei der 50001 für Energiemanagement etc. Da ist es natürlich überall die gleiche Anforderung, dass es darum geht, dauerhaft danach zu arbeiten. Häufige Gründe für eine Zertifizierung sind einerseits Eigeninitiative, also das Unternehmen hat den Wunsch, in einen bestimmten Markt einzusteigen. Das kann regional sein, dass man sagt, wir möchten in einem bestimmten Land Fuß fassen.
da hat man jetzt häufig das Thema auch mit gesetzlichen Bestimmungen. Da stehen vielleicht die ISO-Normen ein bisschen im Hintergrund, aber auch da können sie dann eine Rolle spielen. Oder aber man will in einen produktbezogenen, in einen bestimmten technischen Markt einsteigen. Und wenn man dann zum Beispiel Akkreditierung, wenn man dann zum Beispiel im Bereich Labore tätig werden will, das wäre dann die 17025 und dann muss ein Labor akkreditiert werden. Das ist auch eine der ISO-Normen, wenn auch nicht eine, die auf 01 endet. Und oft sind es aber einfach auch Kundenanforderungen, die dazu führen, dass Unternehmen sich zertifizieren lassen. Ich habe hier in Klammern geschrieben, auch weitergegebene Kundenanforderungen. Wenn es eine direkte Kundenanforderung ist, dann bekommt man das natürlich von dem OEM oder von dem Endkunden, für den man arbeitet, direkt mitgeteilt. Aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach Zulieferer ist für ein Unternehmen, das wiederum einen OEM oder einen Endkunden beliefert, das eben die Forderung nach einer bestimmten Norm herausgegeben hat. Da ist zurzeit die TISAX-Zertifizierung ein ganz prominentes Beispiel. Die TISAX-Zertifizierung, das ist das Informationssicherheitslabel der Automobilindustrie. Und das ist angelehnt an die ISO 27001. Und wenn da natürlich ein OEM, lass es sein Opel, lassen Sie es sein VW, BMW, wie sie alle heißen, dann an einen Lieferanten die Forderung rausgeben, sich nach TISAX zertifizieren lassen zu müssen, dann muss natürlich auch dieser Lieferant dafür sorgen, dass alle in der wertschöpfenden Lieferkette eingegliederten Unternehmen das gleiche Niveau erfüllen. Was heißt, dass hier diese Anforderung dann weitergegeben wird an die Lieferanten oder an die Zulieferer dieses Unternehmens? Gut, also das mal zu den Hintergründen, das Zertifikat und die Gründe für eine Zertifizierung. Welche Vorteile hat dann Ihr eigenes Unternehmen aus dem ganzen Unterfangen? Das kann man hier einmal aufgliedern in Vorteile bezüglich Wissen und Umsetzung und Vorteile bezüglich Messung und Steuerung. Was Wissen und Umsetzung angeht, haben wir einmal, die Norm zielt auf klare, wiederholbare Prozesse ab. Klare, wiederholbare Prozesse heißen, wir arbeiten immer nach dem gleichen Schema und weil wir immer nach dem gleichen Schema arbeiten, geht uns das irgendwann mal so in Fleisch und Blut über, dass wir eine positive Routine darin entwickeln, sehr sicher darin sind und deswegen einfach innerhalb der Prozesse eine hohe Arbeitsqualität erreichen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, man hat abrufbares Wissen, nicht nur Kopfwissen. Abrufbares Wissen weshalb? Der Punkt 7, also wir kommen später zu den Normkapiteln und da das Kapitel 7.5, dokumentierte Information, ist ein sehr wichtiges Kapitel. Das heißt, Prozesse, Arbeitsbeschreibungen, das Thema rund um, wie arbeiten wir, muss gut dokumentiert werden, sodass es nachvollziehbar ist, auch für andere, die eine gewisse Tätigkeit nicht jeden Tag machen. Viele Leute kennen das aus ihrem eigenen Arbeitsumfeld, dass beispielsweise ein bestimmter Kunde eine Sonderanforderung hat und dann heißt es, das macht normalerweise immer die Kollegin, der Kollege XY und die Person ist jetzt leider gerade im Urlaub. Und dann stehen die Kollegen da und wissen nicht genau, was es damit auf sich hat. Das ist das, was mit Kopfwissen gemeint ist, dass eine bestimmte Person über einen bestimmten Sachverhalt Bescheid weiß und sonst niemand. Das soll damit aber verhindert werden, eben durch diese dokumentierten Informationen und eben durch diese klaren und wiederholbaren Prozesse, dass einfach auch jemand anderes in der Lage ist, in einen Prozess einzusteigen und den weiterzuführen und man somit nicht abhängig von einer Person ist, denn auch natürlich braucht jeder mal Urlaub. Man kommt aus dem Urlaub irgendwann mal wieder, aber es kann natürlich auch der etwas ungünstigere Fall eintreten. Jeder kann mal auf unbestimmte Zeit krank werden oder aus anderen Gründen ausfallen. Und dann hat man eben das Problem, wenn bestimmte Dinge einfach nur eine bestimmte Person weiß, also wenn bestimmte wichtige Abläufe nur über Kopfwissen verfügbar sind und die Person eben zu dem Zeitpunkt gerade nicht greifbar ist. Dann im Bereich Messung und Steuerung. Das Ganze zieht natürlich auch auf messbare Prozesse ab, hier das Stichwort KPIs.
dass man eben Messgrößen hat, an derer man feststellen kann, läuft der Prozess eigentlich gut, läuft der Prozess effizient, ist hier das Input, das Verhältnis aus Input und Output ein gutes oder muss man hier an gewissen Stellschrauben drehen? Und man hat einfach einen roten Faden mit einer integrierten Kontrollfunktion. Weil darum geht es auch, das sehen wir auch später in der Normstruktur, Plan, Do, Check, Act. Es soll immer darum gehen, sich selbst zu überprüfen und sich gegebenenfalls selbst zu korrigieren, um auf Kurs zu bleiben. Das mit dem Unternehmensvorteil ist aber am Ende doch nicht Selbstzweck. Was auch hier immer, immer, immer im Fokus steht, sind die Kundenvorteile, also sprich die Kundenzufriedenheit. Alles, was wir hier tun, die wiederholbaren Prozesse, das verfügbare Wissen, dass die Prozesse messbar sind, dass wir uns immer wieder selbst korrigieren, dient am Ende der Kundenzufriedenheit. Damit auch zum nächsten Thema. Was sind die Vorteile für die Kunden? Da haben wir einmal eben durch das Thema wiederholbare Prozesse, nachvollziehbare Prozesse, verfügbares Wissen. Der Kunde soll am Ende einfach verlässliche Qualität bekommen. Natürlich wollen wir den Kunden mit dem ganzen Thema, wie unsere Prozesse funktionieren, gar nicht belasten. Den Kunden interessiert am Ende salopp gesagt einfach nur, passt die Qualität oder passt die Qualität nicht. Das wollen wir liefern. Dann reduzierter Kontrollaufwand. Also ich habe es eingangs ja gesagt, ich bin auch für die Second-Party-Audits, also sprich für Lieferanten-Party-Audits, für Lieferanten-Audits verfügbar. Und wenn man natürlich weiß, ein Unternehmen liefert immer zuverlässige Qualität und ein Unternehmen ist zertifiziert und wird daher ohnehin geprüft, dann reduziert das ein Stück weit auch den eigenen Kontrollaufwand. Das stimmt jetzt natürlich nicht ganz für physische Produkte. Wenn man da eine Wareneingangskontrolle hat, die wird man weiterhin durchführen müssen. Aber ganz generell hat man hier einfach einen geringeren Kontrollaufwand und hat es auch beim Thema Lieferantenentwicklung unter Umständen leichter. Und der Kunde hält am Ende natürlich auch die eigenen Anforderungen derer Kunden ein, wenn es, wie wir eingangs besprochen haben, um die weitergegebenen Kundenanforderungen geht. Also sprich, wenn ein Kunde eine Anforderung von einem Endkunden oder einem OEM hat und die dann an seine Zulieferer weitergeben muss. Das Ziel sollte sein, dass der Kunde sagt, wir beauftragen immer die Firma XY, weil da wissen wir, da kriegen wir die gewohnte Qualität. Und Fehler sind menschlich, Fehler passieren, aber das Ziel sollte dann eben auch sein, dass selbst wenn es mal Probleme gibt, dass dann der Kunde sich darauf verlassen kann, dass er von einem zertifizierten Unternehmen immer eine aussagekräftige Antwort bekommt. Also wenn dann eben mal was schiefgegangen ist, dass man eben aufgrund dessen, dass man klare Prozesse hat, dass man eine gute Dokumentation zur Verfügung hat, auch immer sagen kann, woran hat es denn eigentlich gelegen? Weil nur wenn man sagen kann, woran es gelegen hat, kann man den Fehler auch abstellen. Und dann kann man dem Kunden so auch signalisieren, tut uns leid, hier ist mal was passiert, aber wir haben das im Griff, wir wissen, woran es liegt und wir werden daran arbeiten. Auch das ist ja ein Qualitätsmerkmal, wenn man eben in der Lage ist, solche Dinge zurückzuverfolgen und abzustellen. Also das die Vorteile für den Kunden. Jetzt möchte ich nochmal in das Thema Aufbau der Normen gehen. Wie ich schon bereits gesagt hatte, wer bei den Product Days dabei war, der kennt diese Folie bereits. Ich möchte sie nochmal zeigen. Also die Kapitel 1 bis 3, die sind normbezogen. Die sind, was das hier angeht, nicht so spannend. Es geht um den Anwendungsbereich, wofür das Zertifikat gültig ist. Es geht um die normativen Verweisungen innerhalb der Norm, also welche Dokumente, welches die mitgeltenden Dokumente für die Norm sind. Und es geht einfach um Begriffe, die in der Norm verwendet werden, die werden im Kapitel 3 erläutert. Dann haben wir Kapitel 4 und 5, Kontext der Organisation und Führung. Hier geht es also um die Struktur der Organisation. Und jetzt ab Kapitel 6 beginnt der sogenannte Deming-Kreis, und zwar das Kapitel 6 Planung. Hier beginnt es auch im Deming-Kreis mit Plan. Hier wird eben auf einem mittelfristig bis strategischen Level geplant, welche Ziele das Unternehmen verfolgt. Dann haben wir die Kapitel 7 und 8.
Kapitel 7 Unterstützung. Hierunter fällt dann auch 7.5 dokumentierte Informationen. Und im Kapitel 8 ist das Kapitel Betrieb. Hier geht es unter anderem um Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen und um Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Ich hatte zuvor gesagt, es geht immer um das Thema Kundenzufriedenheit. Und deswegen habe ich jetzt auch hier das Thema, das Kapitel 8.2.1 rausgesucht und hervorgehoben, weil hier geht es um Kommunikation mit dem Kunden. Also 8.2, hier geht es ja ganz grundsätzlich darum, was wollen wir dem Markt eigentlich anbieten, ja? Was sind die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, die feilgeboten werden? In Kapitel 8.3 geht es dann darum, wie setzt man die Produkte und Dienstleistungen um? Wie stellt man die her? Und in 8.2 geht es eben ganz explizit darum, sich im Zuge dessen die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen festzulegen, sich eben auch mit dem Kunden auseinanderzusetzen und so zu prüfen und so sicher gehen zu können, dass die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen auch dem Kundenwunsch entsprechen. Das ist dann das ganze Kapitel Du im Deming-Kreis. Dann kommt das Kapitel 9, Bewertung der Leistung. Hier schaut man sich an, geht das, was wir speziell in 8 gemacht haben, in die richtige Richtung. Aber auch geht unser ganzes Management in die richtige Richtung. Natürlich schaut man sich dann auch an, ob die Planung, ob das schon mal in die richtige Richtung gezielt hat. Man schaut sich auch Kapitel 5 an, ob man in der Management-Ebene an einem Strang zieht, um die Unternehmensziele zu erreichen. All das betrachtet man im Kapitel 9, Bewertung der Leistung. Und das steht für den Teil Check im Deming-Kreis. Und zum Schluss hat man noch Kapitel 10, Verbesserung, wo es einfach darum geht, man sieht sich alles in allem an und sagt, was können wir besser machen? Was können wir noch besser machen? Nur weil man vorher gut war, legt man natürlich nicht die Hände in den Schoß und macht dann gar nichts mehr. Das ist eben der Deming-Kreis mit Plan, Do, Check, Act, der hier in der Norm abgebildet ist. Und damit gehe ich dann auch in das letzte Kapitel, nämlich das Wesen der Normen und das Wesen der Audits. Wie funktionieren Managementsysteme? Was Managementsysteme schon mal nicht sind. Managementsysteme, sprich die ISA-Normen, sind keine ERP-Systeme. Das bedeutet, hier werden keine Prozesse vorgegeben. Es geht zwar immer um die Prozesse, aber die ISO-Normen sagen nicht, ihr müsst eure Prozesse in einer bestimmten Reihenfolge abarbeiten. Das machen die Normen nicht. Sie geben das nicht vor. Aber die Anforderungen der Normen können und sollen in die eigenen Prozesse integriert werden. Sie sollen deswegen in die eigenen Prozesse integriert werden, um eben nicht dieses Bürokratiemonster zu erschaffen, das man neben dem Tagesgeschäft befriedigen muss, sondern es soll ja mit den Prozessen funktionieren. Es soll ja in die Prozesse integriert werden, damit das Managementsystem mit seinen Anforderungen im Betrieb auch wirklich leben kann. Auch wird keine bestimmte Art der Umsetzung vorgegeben, wie ich bereits sagte. Also ERP-Systeme haben ja schon die Eigenschaft, dass sie bestimmte Prozesse vorgeben. Man kann natürlich customizen. Manchmal wird ein bisschen zu viel gecustomized. Dann funktionieren die ERP-Systeme nicht mehr ganz so effizient. Das alles wollen die Normen ja nicht, sondern die Normen sagen nur, das sind unsere Anforderungen. Diese Anforderungen müsst ihr erfüllen, um ein wirksames Managementsystem zu haben. Bitte integriert sie so in eure Systeme, in eure Prozesse, dass ihr gut damit arbeiten könnt. Und das ist eben auch der Grund, weshalb ich sagte, wenn man ein wirksames Managementsystem hat, wird das Audit wirklich zur Nebensache. Denn wenn man seine Managementsysteme, wenn man die Anforderungen gut in die eigenen Prozesse integriert, dann läuft das ja mit. Und dann muss man für ein Audit auch nichts extra vorbereiten, weil ein Audit ist einfach eine Stichprobe, wo man eben prüft, wie steht das Unternehmen heute da. Dieser hohe Freiheitsgrad, den die Normen bieten, dass man eben sagt, es sind keine Prozesse vorgegeben, es gibt keine bestimmte Art der Umsetzung, der kann manchmal überfordern. Und da ist die Richtschnur einfach, dass die eigenen Unternehmensziele. Also richtig ist, was den Unternehmenszielen und dem Kundennutzen dient. Das ist die Richtschnur, an der man sich orientieren sollte. Nun zu den Audits. Wie funktionieren Audits? Und ich sagte es bereits, was Audits nicht sind.
Audits sind keine Prüfungen. Also Audits sind keine Prüfungen, durch die man dann durchfällt, wenn man nicht genug gelernt hat sozusagen. Audits sind Stichproben. Wie ich bereits sagte, es geht darum, wie steht das Unternehmen einfach heute da? Und wenn eben auch die Systeme ins Tagesgeschäft integriert sind, dann kann das System auch gar nicht vernachlässigt werden. Und dann wird es immer aktuell sein, dann wird es immer mit dem aktuellen Stand sozusagen mitgezogen. Natürlich gibt es das Thema, dass in Audits Abweichungen identifiziert werden. Diese Abweichungen dienen aber nicht dessen abzustrafen. Also die sollen nicht den erhobenen Zeigefinger darstellen, sondern die sollen eben coachen. Die sollen einem eben sagen, hier kann man vielleicht noch ein bisschen was besser machen, hier kann man noch ein bisschen schrauben. Also wirklich im Sinne von Plan, Do, Check, Act. Denn das Audit fällt in den Bereich Check. Es fällt in den Bereich Überprüfen, ob man noch auf Kurs ist. Und dann eben in 10 zu sagen, wie kann man sich weiter verbessern. Und wenn man das grundlegend beachtet und wenn einem das ganz grundlegend klar ist, dass ein Audit eben keine Prüfung ist, durch die man durchfällt, dann kann man das Audit auch wirklich als Dialog nutzen, um mit dem Auditor zu besprechen, hören Sie mal, so haben wir es jetzt umgesetzt, wie sollte es denn im Idealfall sein, wie kann man es denn noch besser umsetzen und am Ende ein noch effizienteres Managementsystem zu haben. Ja, also ein Audit ist wirklich nicht nur dazu da, dem Auditor, ich sag mal, eine Scheinwelt zu präsentieren. Deswegen auch der Hinweis, können und sollen in die eigenen Prozesse integriert werden, sondern man soll wirklich eine realistische Stichprobe vorzeigen, auf Basis derer man dann eben diese Coaching-Funktion des Audits in Anspruch nehmen kann, zu sagen, wie können wir hier noch besser werden? Weil am Ende zielt auch das Management-System einfach darauf ab, größtmögliche Kundenzufriedenheit zu garantieren. In dem Sinne freue ich mich auf Ihre Fragen, wenn es Fragen gibt. Ja, Christine, super. Das ist total gut, dass man mal auch das nochmal so systematisch gezeigt bekommt, weil man sagt immer, ja, Normen und Prozesse und so weiter, aber eigentlich ist einem das vieles da gar nicht so ganz klar. Also das ist auf jeden Fall eine super Grundlage. Und man möchte eigentlich meinen, naja, es müssten es jetzt eigentlich alle Unternehmen irgendwie einführen, oder? Aber was ist jetzt deiner Meinung nach so die größte Hürde, beziehungsweise wie startest du mit deinen Kundinnen und Kunden in diesem Prozess, der ja dann auch länger dauert? Das dauert ja jetzt nicht, ist ja nicht ein paar Tagen erledigt, sondern das wird eine Zeit in Anspruch nehmen, bis man da im Prinzip auch dann irgendwie auditierfähig dann auch ist. Wie startest du da? Ja, wie starte ich da? Also was ich häufig feststelle, ist, dass die Zertifizierung aufgrund von der Kundenanfrage gemacht werden soll. Und das geht dann einfach häufig mit einer Deadline einher und so entsteht irrsinniger Druck, dass die Unternehmen dann sagen, wie sollen wir das in der Zeit eigentlich schaffen? Und weil dann eben großer Druck entsteht, ist natürlich auch häufig die Zustimmung nicht ganz so groß zu der Sache, weil dann einfach gar keine Zeit mehr ist, wirklich darauf einzugehen, was bringt einem dieses Unterfangen, dieses Unternehmen eigentlich zusätzlich über die reine Kundenanforderung hinaus? Also man hat nicht mehr ausreichend Zeit, wirklich das Verständnis zu schaffen. Und weil häufig Deadlines im Spiel sind, hat man auch nicht immer die Zeit zu sagen, man integriert das wirklich gut in die Prozesse. Und deswegen frage ich auch immer gleich am Anfang, wollen Sie wirklich ein Managementsystem oder wollen Sie einen Stempel? Häufig haben die Unternehmen dann das Gefühl, wir brauchen halt den Stempel oder diese Eintrittskarte, wie ich am Anfang gesagt habe, ohne dass der Rest wirklich bewusst ist. Und was ich auch manchmal merke, ist, dass beim Thema Kopfwissen, also häufig haben Mitarbeiter das Gefühl, das Kopfwissen, das sie haben, ist ihre Lebensversicherung im Unternehmen. Und wenn ich mein Kopfwissen preisgebe, dann braucht mich ja am Ende keiner mehr. Also da spielen ganz, ganz viele Faktoren hinein. Da kann man auch wirklich ganze Enzyklopädien drüber schreiben. Aber zusammengefasst würde ich tatsächlich sagen, dass
dieser coachende Charakter und auch der Anspruch an die Normen, in die Systeme der Firmen integriert zu werden, dass das den Firmen häufig nicht bewusst ist, sondern dass wirklich häufig einfach nur ein Bürokratiemonster wahrgenommen wird. Und davor schrecken dann natürlich viele zurück, weil sie es halt dann sagen, naja, glaubt ihr, wir haben sonst nichts zu tun. Und natürlich, es ist auch wie wenn man ein neues Software-Tool einführt. Die Integration, die macht natürlich Aufwand. Aber wenn man das einmal gut gemacht hat, dann kann man mit so einem System wirklich gut arbeiten. Aber auch wie bei einem Software-System. Jedes System ist nur so gut wie die Daten, mit denen es gefüttert wird. Und das ist halt häufig so eine Hürde, wo ich dann merke, da stehen sich manche Unternehmen einfach selbst im Weg.